Hallo und schön, dass du da bist zur Widerlegung für den November 2024. Wir schauen gleich rein mit dem Licht- und Schattentarot in Bezug auf Liebe, Partnerschaften, Beziehungen, Begegnungen, die sich bei dir hier in diesem November zeigen möchten. Diese Legung kann natürlich auf dich zutreffen, wenn du im Sternzeichen Widder bist, aber auch wenn dein Mond, Aszendent, Mars oder Venus im Widder steht. So. Bitte, was oder wer möchte sich hier Anfang November bei dir zeigen? Ich wollte die ganze Zeit, die Karten waren so locker flockig. Ja, ich habe so richtig dieses Gefühl gehabt von locker flockig und in dem Moment, wo ich es sagen wollte, ist der Narr hier gefallen. Locker flockig, also Anfang November wirst du so ein bisschen im Flow sein, vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig. Wichtig ist vor allem, glaube ich, dass hier ein bisschen Leichtigkeit jetzt wieder reinkommt in eine Sache. Du wirst vielleicht auch einen Neustart wagen, einen ganz persönlichen Neustart für dich und dein Leben. Ich spüre ganz viel Leichtigkeit, locker flockiges Miteinander auch mit anderen. Du machst dir keinen Druck, du machst dir keinen Stress, du versuchst alles mit Leichtigkeit zu nehmen. Okay. Schauen wir, geht das denn hier auch so weiter im November? Was zeigt sich hier? Fünf der Münzen. Naja, ich habe es schon ein bisschen gespürt, irgendwo da steckt noch irgendwas dahinter, ja, dass du hier überspielen möchtest. Ich spüre ganz stark, du versuchst hier mit einer Leichtigkeit vielleicht auch in dein Umfeld zu treten und wenn du dann alleine bist, dann weinst du. Muss ja nicht sein, dass du weinst, ja, aber du bist hier traurig, wenn du alleine bist. Wir sehen hier Einsamkeit, Fünf der Münzen, nicht wissen, wie es hier weitergeht. Geht. Vielleicht auch finanziell, ja, in irgendeiner Angelegenheit oder auch beziehungstechnisch oder beruflich. Ich sehe hier, wie du dich nach außen hin sehr, sehr leicht und fröhlich gibst und zu Hause, wenn du dann alleine bist in deinem Zimmer, ja, oder in deiner Wohnung, in deinem Haus, sehe ich, wie dich hier irgendwie Traurigkeit, Enttäuschung, nicht wirklich wissen, wie es weitergeht. Ja, das kann auch nur ein Bereich natürlich sein, wie gesagt, finanziell, beruflich, partnerschaftlich hier vor allem. Hier vielleicht auch bei manchen mit den Kindern irgendetwas, wo man hier wirklich traurig ist, ja, und hier nicht mehr wirklich weiß und nach außen, du behältst es aber ganz für dich. Ich sehe hier, du behältst das für dich, du sprichst nicht mit irgendjemandem drüber, du behältst das für dich und nach außen hin gibst du dich sehr leicht, locker flockig. Also die Menschen in deinem Umfeld merken gar nicht, dass es dir nicht gut geht. Ja. Ja, wieder möchte ich hier stark sein nach außen hin. Ja, möchte ich hier irgendetwas überspielen, obwohl es dir eigentlich gar nicht gut geht mit irgendeiner Situation. So, wie geht es denn hier weiter? Wie geht es denn hier weiter? Und es ist nicht so, dass diese Situation ausweglos ist. Ja, du hast hier den Schlüssel da bei dieser Tür. Du könntest hier aufsperren hier. Es wäre eine Möglichkeit hier da, aber die kannst du vielleicht im Moment noch nicht sehen, noch nicht erkennen, weil du gerade ja, zu tief in den Sorgen, vielleicht auch Traurigkeit über irgendetwas, ja, vielleicht gab es auch eine Trennung, vielleicht hast du irgendjemanden verloren, wo du insgeheim sehr, sehr traurig bist und nach außen gibst du dich aber sehr leicht, okay, lustig, fröhlich. Wie man wieder eben kennt. Immer lustig, immer ein Lächeln auf den Lippen. Okay. Hoppala, was kommt denn hier angeflogen? Oh, schaut euch das an. Sechs der Münzen, die Herrscherin. Sollte es sich hier wirklich bei dir um Geld handeln, da kommt hier etwas rein, beziehungsweise du hast hier irgendeine Quelle. Irgendeine Geldquelle, das kann eine neue Quelle sein, das kann hier irgendjemand sein, vielleicht auch eine Frau, die dir hier weiterhilft oder du selbst, ja, generierst hier
die Lösung sozusagen. Hier kommt die Lösung rein. Das ist kein langer Zustand hier, du bleibst nicht lange in diesem Zustand. Da kommt die Lösung rein, entweder wenn du eine Frau bist von dir selbst oder eine Frau hilft dir weiter. Kann hier ebenfalls der Fall sein. Okay, eine sehr, sehr bodenständige, geerdete Person, eine geerdete Frau, aber auch eine Führungspersönlichkeit, ein enormes Wissen, eine sehr, sehr gute Intuition. Irgendjemand hilft dir hier weiter oder du kommst selber drauf, dass du hier eine gewisse Möglichkeit hast. Acht der Schwertern, okay, das bestätigt jetzt doch eher, dass dir hier jemand weiterhilft. Jemand kann hier das Ende am Tunnel, das Licht am Ende des Tunnels erkennen. Du siehst es noch nicht. Du siehst diese Lösung noch nicht, aber jemand sieht die Lösung für ein gewisses Problem. Okay, vielleicht solltest du dich hier auch einfach nur mehr öffnen zu einer Person, wo du weißt, die kennt sich aus. Diese Person, der kannst du vertrauen, der kannst du dich anvertrauen. Ja, vielleicht teilst du dich hier wirklich jemandem mit. Ich sehe hier schon ein bisschen so, du kannst den Weg nicht erkennen, wie das jetzt weitergehen soll. Dabei hat hier jemand die Lösung. Jemand hat hier die Lösung für dich. Okay. Bei vielen wird es hier wirklich finanziell sein oder partnerschaftlich, ja, wo man hier wirklich sagt, jemand hat hier vielleicht einen Ratschlag für dich, der hier sehr, sehr wichtig wäre. Sieben der Kelche. Ich sehe, du bist hier ein bisschen zerstreut, welchen Weg du einschlagen sollst. Du hast hier verschiedene Möglichkeiten. Oje, da ist ja das ganze Bild verrutscht, Entschuldige, habe ich nicht gesehen. Mehrere Möglichkeiten zeigen sich hier an, mehrere Optionen. Mir kommt hier immer so ein Ratschlag rein. Höre auf diesen Rat. Okay. Sieben der Kirche. Ritter der Kirche. Okay. Dating zeigt sich ja auch an. Ab Mitte, Ende November sehe ich hier viel Dating. Vielleicht kriegst du auch hier nicht viele Nachrichten, sehr viele Komplimente vielleicht auch. Du hast hier einige Anwerber und weißt nicht so richtig, wie du damit umgehen sollst oder wie du da jetzt weitermachen sollst, wie du darauf eingehen sollst. Ich spüre so ein bisschen eine Unbeholfenheit, was eigentlich gar nicht für den widersteht. Aber ich sehe dich hier ein bisschen unbeholfen, wie du hier auf etwas reagieren sollst, welchen Weg du jetzt hier einschlagen sollst. Okay. Solltest du hier wirklich eine vertrauensvolle Frau hier an deiner Seite haben oder hier einen Ratschlag bekommen, dann halte dich daran. Ja, zwei der Schwerter, eine Entscheidung steht an. Eine Entscheidung steht an und du weißt nicht wirklich wie, nicht wirklich in welche Richtung. Wir legen jetzt noch tiefer rein mit dem Witches Tarot. So, was kann dir denn hier weiterhelfen? Zwei der Stäbe hier auf den Narren. Ja, du möchtest gerne einen Neubeginn. Du bist bereit, ja, die zwei der Stäbe sind immer Bereitschaft, hier jetzt loszusegeln, sozusagen, auf eine neue Insel, ein neues Land, einen neuen Bereich hier zu entdecken, womöglich auch in der Liebe, hier einen neuen Bereich zu entdecken. Du bist absolut bereit, möchtest das jetzt du möchtest ja auch wieder Leichtigkeit in deinem Leben, das sehe ich hier auch. Aber hier ist noch irgendetwas. Mir kommt hier auch gerade rein. Sieben der Stäbe. Sieben der Stäbe. Ich wollte gerade sagen, vielleicht irgendwelche vergangenen Themen, ja, die sich aus deiner Kindheit hier gerade wiederholen. Oder von deinen vergangenen Beziehungen, wo sich hier Themen wiederholen, gerade wo du sagst, ich möchte das loswerden. Ja, ich möchte das nicht mehr. Ich spüre ganz, ganz stark, du wehrst dich. Du wehrst dich dagegen. Du möchtest etwas nicht mehr, möchtest hier fast wie abhauen. Einfach alles abstreifen und neu beginnen. Okay.
Okay, ja, weglaufen von den eigenen negativen Emotionen in dir sehe ich hier. Ja, das machen wir alle natürlich hin und wieder, ja, dass man gewisse Dinge verdrängt, aber ich sehe hier so, es ist jetzt an einem Punkt, wo du das raufholen musst, denn es würde sonst deine nächsten Schritte wie deine nächsten Beziehungen wieder beeinflussen. Ich spüre auch ganz stark, du möchtest das gar nicht hören. Du möchtest das nicht hören, du möchtest auch vielleicht gewisse Kommentare von anderen gar nicht hören, du möchtest das am liebsten ausblenden. Ja, so ein Schild nehme ich wahr. Lasst mich alle in Ruhe, mein Leben ist glücklich, leicht und schön und ich bin jetzt bereit für einen Neustart. Und alles andere soll mich in Ruhe lassen. Zehn der Schwerter. Wir haben nämlich hier auch schon acht der Schwerter, zwei der Schwerter ergeben auch insgesamt die zehn der Schwerter. Ich glaube, dass du wirklich hier jemanden in deinem Umfeld hast, der ganz genau erkennt und sieht, was du hier gerade, dass du hier gerade irgendwo in eine falsche Richtung läufst. Irgendwie hast du die Richtung noch nicht so ganz heraus. Du möchtest zwar neu starten, hast aber die Richtung noch nicht wirklich hier gewählt. Acht der Schwerter, Ritter der Kelche. Ja, ich sehe zweimal Ritter der Kelche hier. Ich sehe irrsinnig viele Komplimente, Menschen, die hier auf dich zukommen möchten. Sehr charmante Nachrichten, charmante Persönlichkeiten. Ich sehe aber mehrere. Ja, das ist nicht nur einer oder eine. Ich sehe hier viele Menschen, die hier dir den Kelch reichen. Ja, die hier mit dir. Eine schöne Zeit verbringen möchten, ja, vielleicht auch Dates, vielleicht sind das auch Freunde, die dich hier, aber es ist ein bisschen oberflächlich, mir kommt es ein bisschen oberflächlich rein, ja, ich sehe keine Tiefgründigkeit im Moment, ich sehe hier viele oberflächliche Kontakte, die das Ganze hier überspielen, was hier das Problem ist, hier ist irgendein Problem und ich sehe ganz viele oberflächliche Kontakte, die du hier pflegst, wo das Ganze hier ein bisschen überspielt wird. Und das tut dir auch im Moment gerade sehr, sehr gut, aber deswegen wird dieses Problem hier nicht besser. Okay, aber hier ist irgendjemand, der hat hier wirklich oder die hat hier wirklich einen guten Rat für dich oder jemand kann dich hier unterstützen. Du glaubst jedoch, diese Person ist gegen dich. Das kann ja durchaus sein, dass das ein Mensch ist, der dir grundsätzlich helfen würde. Du glaubst aber, diese Person ist gegen dich. Also sehr, sehr kompliziert, würde ich sagen. Aber im November geht es bei allen drunter und drüber bisher. Kann ich nur so sagen. Es geht nämlich der Pluto jetzt endgültig in den Wassermann im November und das spüren hier alle Zeichen, dass hier jetzt Veränderung reinkommt. Das kann man auch nicht mehr aufhalten hier. Ja, die Veränderung kommt sowieso. Du musst, glaube ich, gar nicht irgendetwas überspielen. Sei einfach authentisch, so wie du bist, denn die Veränderung kommt automatisch. Ja, die ist jetzt gar nicht mehr aufzuhalten, sozusagen. Fokussiere dich nicht zu sehr auf das, fokussiere dich auf die Basis. Ja? Fokussiere dich auf deine Basis, da kann dir am wenigsten passieren. Ja? Auch gefühlstechnisch natürlich. Die Schattenseite hier mit den sieben der Kelchen. Pass ja auf, dass du nicht neue Abhängigkeiten eingehst, die du gar nicht willst. Pass ja auch auf, dass du dich nicht hier in irgendwelchen Dingen verwickelst oder in irgendwelchen Liebschaften. Liebschaften sind hier auch angezeigt. Oberflächlichkeiten, sei hier vorsichtig, verwickel dich hier nicht zu sehr in so Flirtereien. In Liebschaften, ja. Pass hier ein bisschen auf. Pass hier ein bisschen auf. Das hat hier ein bisschen einen negativen Charakter. Warum? Weil ich diese Tiefgründigkeit einfach nicht dabei habe. Ich spüre ganz stark, du möchtest dich gerne ablenken. Aber das führt dich ja nicht zu deinem Wunschtraum. Das führt dich ja nicht zu deinem Ziel.
dich hier jetzt abzulenken. Natürlich kann man sich mal ablenken, aber nicht die ganze Zeit. Okay, Ritter der Kirche. Werda, was ist denn das? Ich spüre auch, dass dein Gegenüber hier nicht ganz weiß, wo man bei dir steht. Kann das auch sein? Falls du hier jemanden datest oder so, sehe ich auch ein bisschen, man weiß nicht, wo man bei dir steht. Oder auch vielleicht Freunde. Ja, irgendwie lässt du gerade niemanden tief an dich ran, an deine Gefühle. Du versuchst das ein bisschen abzugrenzen und möchtest nicht einmal selber damit zu tun haben, mit deinen Emotionen. Okay. Ja, ich weiß, das ist jetzt keine Bombenlegung, die jetzt hier das Glück im November verspricht, aber ich glaube, vielen wird das hier weiterhelfen, da ihr aus dieser Perspektive hier auf die Situationen blicken könnt. Okay. Und hier vielleicht wieder ein bisschen Klarheit reinbringt. Ritter der Kirche, für einige wird das hier sehr, sehr wichtig sein. Ritter der Kirche. Das waren jetzt viel zu viele. Fünf der Schwerter, Schattenseite, sieben der Kirche, Ritter der Kirche. Das sind Diskussionen, Auseinandersetzungen, Uneinigkeiten, vielleicht auch Streitigkeiten. Hier muss Klarheit rein. Hier muss Klarheit rein und ich glaube auch du musst hier eine Entscheidung treffen, weil dein Gegenüber wird es hier nicht tun. Vier der Kirche. Ja, Unzufriedenheit, Unklarheit nehme ich hier wahr. Es liegt hier Ende November wirklich an dir, hier eine Entscheidung zu treffen. Ja, also entweder ja oder nein oder hier wirklich für Klarheit zu sorgen, denn das Ganze, ich sehe hier, das Ganze macht hier nur unzufrieden und ist ein sehr, sehr viel hin und her. Ja, du möchtest unbedingt diesen Neustart jetzt, du sagst, es ist jetzt November, es ist jetzt endgültig mit diesen ganzen hin und her, mit diesen ganzen Emotionen, du möchtest jetzt wieder happy life sozusagen. Das stellt sich aber nicht so schnell hier ein. Was haben wir hier? Entscheidung hier der Herrscher. Ja, entweder triffst du eine Entscheidung oder dein Gegenüber. Entweder triffst du hier eine Entscheidung oder dein Gegenüber trifft hier eine Entscheidung. Meine Lieben, wir schauen jetzt hier noch tiefer rein mit dem Rider-Waite-Karten und ich ziehe hier auch noch eine Herz- bzw. eine Glückskarte natürlich für euch. Schau gern vorbei in der weiterführenden Legung hier auf YouTube im VIP-Mitgliederbereich und ansonsten schaut euch gern euer Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an, denn es könnte hier eine sehr wichtige Botschaft für dich dabei sein. Abonniere kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz, ganz wundervollen November und bis zum nächsten Mal. Tschüss!